Jo, willkommen zurück zu Pokémon Weiß ich so Nachlauf Challenge. Eigentlich wollte ich nach den 5 Parts eigentlich schon aufhören mit dem Aufnehmen und eigentlich dann ein bisschen Pause machen. Aber es macht mir so viel Spaß, also dachte ich, komm, ich mache noch einen Part. Vielleicht mache ich noch die 2 Parts, bis ich die 20 Parts voll habe. Im letzten Part haben wir auf jeden Fall Bells Familiendrama beendet, wie es aussieht. Und Kamille jetzt aufgetauscht, sprich, wir könnten jetzt eigentlich gesehen die Arena herausfordern. Aber bevor wir das machen, gehen wir erstmal hier rein. Siege habe ich eingefahren, aber auch Niederlande kassiert. Okay. Ach, die gibt es. Okay. Oh, Kampfkamera. Eigentlich will ich nur hier rein, weil es eine, weil wir hier zu einem Ort kommen können. Den ich doch gerne auch zeigen möchte. Weil da kriegen wir auch auf jeden Fall einen Sonderbonbon, soweit ich weiß. Muss ich noch gucken, wo die Dings ist. Die Kampfmetro quasi hier. Ist das hier? Ja, nach Ferula. Da möchte ich gerne hin. Weil da gibt es irgendwas zum auch was für mich zum mitnehmen. Und das würde ich gerne machen auf jeden Fall. Gibt es eigentlich nichts Besonderes. Das ist nur eine kleine Gegend hier. Wie gesagt. Oh, man sieht sogar hier mit dem Flöte spielen. Wie mag ich den Sprite hier? Ich glaube, hier gibt es, glaube ich, gar nichts. Ein Ausstellungsstück, wie es aussieht, okay. Ja, interessant. Ich glaube, von dem bekommen wir, glaube ich, gar nichts, oder? Ich glaube, in Blaze Black Wood Wall begeht man hier, glaube ich, sogar, soweit ich weiß, Latios oder Latios. Ich habe gerade ernsthaft... Oh. Ich habe einen Bleber bekommen. Nice. Kann ich direkt verkaufen, ey. Oh, hier ein Sternschwänchen. Oh, Mann. Ich hätte jetzt ein Abi Plus hier haben können. Pokémon gegen Topkin. Also man sieht mir, die wollen gerne hier tauschen. Oh, hier ist ein Item irgendwo. Ein Hyperball. Oh, warum nicht? Hier ist nothing? Ist einfach so? Okay. Irgendwie ist die Gegend so schön ruhig. Okay, ja, gar nichts, glaube ich, für mich. Nope. Ah. Ich glaube, der gibt uns dann Sonnenbonbon, kann das sein? Ganz genau. Das habe ich auch noch im Kopf behalten, deswegen wollte ich auch hierher kommen. Genau wegen dem Sonnenbonbon wollte ich eigentlich auch hier auftauchen. Ah. Du was für mich? Nein. Okay. Dann verpissen wir uns wieder von hier. Also hier kann man schön gut Sachen tauschen, aber... Ja gut. Obwohl das ein Top-Genesung wäre schon geil gewesen. Aber gut, lassen wir es auch bleiben. Dann wollen wir mal. Ja, wir bekommen ja auch sowieso nichts Großartiges. Zeig mal bitte mal mein Garnoviel. Hm. Okay, ich werde direkt das Sonnenbonbon auch geben. Damit es direkt schon auf 25 kommt. Angeberei? Nein. Okay, es entwickelt sich also doch noch nicht weiter. Ich dachte, auf Level 25 entwickelt sich schon. Die Frage ist, die ich mir jetzt stelle. Machen wir erstmal die Arena? Oder holen wir uns erstmal die nächsten Encounter? Weißt du was? Machen wir jetzt die Arena, komm. Machen es ein bisschen spannender. Wir machen jetzt die Arena. Damit wir nicht so overlevelt sind auch noch, by the way. Ich glaube, das ist auch vom Level auch ganz okay gerade, was wir haben.
Das wird lustig werden. Wir reden jetzt wie so eine kleine Achterbahn hier. Was ich auch irgendwie ganz cool finde. Ah, das wird lustig, die Arena. Okay, was haben wir hier so Schönes? Nein. Ja, wir haben wirklich Emolgas hier. Oh, scheiße. Emolga. Eines der Pokémon, die ich nicht... wirklich nicht... treffen kann mit Bodenattacken, weil... es ist Elektro und Flug. Ein Elektroflug-Pokémon. Hey, das wird super. Wenn wir jemals mit dem Molgas auftauchen, dann habe ich ein Problem. Und hundertprozentig wird die Arena-Leiterin auch in dem Molga im Team haben. Ich sehe schon. Kommen. Gute Folge nicht so viel Schaden macht. Noch eine Molga, da bleibe ich auch drin, jetzt ganz ehrlich. Das wird lustig werden. Abfolge macht nicht so viel Damage, ne? Sehe ich gerade. Auch ganz Gutes. Okay. Also das wird lustig werden, die Arena. Das sehe ich jetzt schon. Level 26 und... Plus 3 Spezialangriff. Let's go, Alter. Let's fucking go. Einmal bitte weiter. Danke. Sag mir bitte, du hast mal andere Elektro-Pokémon, die nicht im Olga sind. Aber es gibt, glaube ich, nicht so viele Elektro-Pokémon dieser Generation, ne? Elzeber, Zebritz, Emolga, Watza, Voltula und halt Zekrom. Ich glaube, das war's. Das wird spaßig werden. Und dann gibt es noch ein Elektro-Pokémon, was ich komplett vergessen habe gerade. Oh. Erhöht die Innen noch. Aber gut, das wirst du auch nicht überleben, Elzeba. So leid es mir auch tut. Das wirst du nicht überleben. Die Frage ist, soll ich meinem... I mean, ich könnte ihm Felsgrab beibringen. Ist halt noch eine 80er Genauigkeitsattacke, ne? Und dafür Itemsperre wegmachen? Oder Sandgrab? Komm, wir machen es gegen Sandgrab. Itemsperre will ich noch schon noch ein bisschen gerne behalten. Und ich habe gerade gesehen, unser Omnivora kann auch Felsgrab lernen. Das bringen wir uns auf jeden Fall auch noch bei. Ich meine, warum nicht? Gegen Psywelle. Da haben wir ein bisschen mal andere Moves auf ihn auch. Bevor ich das aber eigentlich gerne weitermache, ich will ihn auf jeden Fall mal hochheilen. Haben wir noch Supertränke? Tatsache. So. Weiter geht's. Wo kommst du jetzt her, Junge? God damn it. Der 2 Pokémon Elzeber. Aber jetzt haben wir mit Felsgrab haben wir sowas gegen Molgas auch. Was jetzt eigentlich sogar ein bisschen angenehmer macht alles. Aber zum Glück trifft Schaufel auch immer, ne? Das ist schon mal sehr, sehr vom Vorteil. Ich meine, hätten wir auch die Attacke Erdanziehung. Hätten wir ihn auf den Boden rufen können. Auf den Boden absetzen können, dass die Molga. Dass wir es quasi trotzdem mit Bodenattacken treffen hätten können. Leider haben wir die Attacke leider nicht. Was ich ein bisschen schade finde, aber was willst du machen? Das wäre aber noch viel einfacher dann die Arena. Aber mit Schnappi hier durchzurushen ist eigentlich richtig, richtig gut. Ich habe es jetzt wirklich, dass auf Level 30 weiter kann es sein. Na, wo ist die Achterbahn? Da. Diese Kuppeln sehen aus wie Schuhe.
Vielleicht warum, aber die sehen für mich wie Schuhe aus. So. Einmal bitte herkommen. Hallo? Ah ja, klar. Aber Hauptsache in der Arena sind gefühlt nur Schnösel, ne? Auch geil. Nur so reiche Schnösel sind hier unterwegs. Schnösel und Ladies. Oh, Emolga wieder. Können wir gleich mal Facecrab ausprobieren. Ich meine, eigentlich kann Emolga mir nichts anhaben. Ich bin fucking Bodentyp. Und Verfolgung macht mir keinen Schaden. Das ist sehr effektiv, aber macht nicht viel Damage. Aber senkt dafür die Init. Ich weiß aber nur nicht, ob Emolga eigentlich die Fähigkeit Statik hat. Können wir mal ausprobieren. Ja. Das ist die Fähigkeit Statik. 1080! Holy shit! So, wir gehen jetzt. So, jetzt sind wir, glaube ich, direkt bei der Arena-Leiterin, ne? Jawohl. Ich setze auf jeden Fall noch einen schönen Paraheiler ein, damit meine Paralyse weg ist. Haben wir noch einen Malentrank? Ja, letzten. Den brauche ich jetzt noch auf. Da sind wir jetzt voll geheilt. Und wir gehen jetzt direkt zur Arena-Leiterin. Na, dreht dich bei dir von der rasanten Fahrt schon alles im Kopf? Gleich werden dich da meine Pokémon richtig schwindelig machen. Let's go, Camilla. Du und ich. Und die Stadt drängt im Olga. Das heißt, Felsgrable Deluxe. 25 schon. Aber ja, drei Pokémon. Hat die. Hat die Zebra und Zebritz? Ich weiß, dass sie Zebritz hat. Oh. Aeroas. Aeroas ist nicht gut. Ich hätte Itemsperre einsetzen sollen, ne? Zuerst. Ja, ist gut, der Hypertrank. Aber dafür habe ich jetzt vier Hypertränke. Vier Tränke zum Einsetzen. Ich werde aber, glaube ich, kein Aeroas mehr überleben. Ich muss wechseln. Schnappi, du musst zurück. Jetzt Voltwechsel, okay. Sie hat Voltwechsel drauf. Haust jetzt den nächsten Hypertrank raus? Ja. Dafür habe ich jetzt 5 Tränke. Sehr schön. So, jetzt bin ich eigentlich viel schneller als du. Und das war's mit dir, Molga. Ja, doch ein Molga, ey. Okay, da gebe ich es mal ein bisschen taktischer vor. Ich gehe jetzt mal mit Gena. Die macht Voltwechsel? Okay. Du holst Zebritz rein. Level 27. Warum Zebritz? Oh oh. Ah. Okay, es schläft, es schläft, es schläft. Perfekt. Ich muss es langsamer machen. Nein, es trifft nicht. Psychstrahl, komm. Zebritz ist gefährlich. Du hast keine Hypertränke mehr. Das, oder hast du noch einen übrig? Oh, jetzt kommt der Voltwechsel wieder. Ich rufe wieder Molga rein. Eigentlich nicht schlecht, ne, mit Voltwechsel zu arbeiten, aber ja, Flinkklaue. Okay, okay. Das ist sehr gut. Ferkel, Alter, Ferkel macht es. Ich bin aber langsamer als ein Zebritz. Wenn ich jetzt schon mit Schnappi reingehe. Nee, ich bleibe drin. Ich bleibe drin. Ich bleibe drinnen. Psychstrahl.
Flinkklaue. Alter, Flinkklaue ist so gut gerade. Hätten wir Flinkklaue nicht jetzt an, hätten wir, glaube ich, die. Wäre es, glaube ich, ganz anders ausgegangen hier. Alter, Ferkel. Wahnsinn, ich bin hin und weg von deinem Kampfstil. Du bist wirklich ein toller Trainer, ich bin beeindruckt. Hier, du, den hast du dir verdient. Ort Nummer 4. Nice. Zusammen mit dem Voltorden hast du jetzt 4 Orden. Das heißt, Pokémon Level 50 hören dir auf dein Kommando. Ach ja, hier ist meine Lieblingsattacke. Prüfe ich das mal. Voltwechsel, let's go. Voltwechsel ist echt praktisch. Nachdem es den Gegner angegriffen hat, wird das Pokémon ausgewechselt. Das Ganze bringt natürlich nichts, wenn du nur mit einem Pokémon kämpfst. Ist schon klar. Als nächstes geht es wohl nach Maria City. Da gibt es schließlich auch eine Arena. Oh, aber da kommt man gar nicht hin. Keine Bange, ich werde dafür sorgen, dass deine Reise weitergehen kann. Warte auf Route 5 auf mich. Okidoki. Nice, jetzt haben wir 4 Orden schon. Hallo? Das ist sehr schön, das ist sehr, sehr schön. Jetzt haben wir 4 Orden, das ist sehr gut. Aber die Arena war schon ein bisschen kniffiger. Aber zum Glück haben wir Felsgrab. Ohne Felsgrab wird es, glaube ich, ein bisschen anders ausgegangen. Ohne eine gute Geschnattattacke. Aber bevor wir auf Route 5 gehen, werden wir uns ein bisschen mehr die Gegner erkunden. Denn wir haben hier noch den ein oder anderen Encounter hier noch. Den ich gerne auch mitnehmen möchte. Wir gehen erstmal nach rechts. Weil da gibt es sogar. Da spricht Deutsch. Da haben wir sogar 2 Encounter, by the way. Das ist auch gut. Wir haben hier die normale Route. Fuck. Ich wollte gerade auswechseln. Ach Mann, ich wollte eigentlich gerade. Ach egal. Vergiss es, was ich gesagt habe. Ich wollte eigentlich ausweichen. Hat nicht geklappt, wie ich da wollte. Doppeltbedroher. Oh. Okay. Aber ich bin schneller als du. Oh, Strecken tut gut. Oh, Kraftschub. Shit. Aber da ist der Angriff jetzt wieder auf Normalbasis gegangen. Oh, shit. Ich habe noch nicht so viel abgezogen, ne? Wenn jetzt. Alter, der. Oh, scheiße. Oh, Volltreffer. Glück gehabt. Damit ist echt Glück gehabt, ey. Da haben wir es echt Glück gehabt. So, wir haben hier, wie gesagt, wir haben hier noch einen Encounter, den ich da gerne mitnehmen möchte. Aber ich weiß gar nicht mehr, was hier für Pokémon eigentlich gibt. Also eins weiß ich, das ist ein Pikachu-Chiller. Was gibt's denn noch? Was geil wäre, wenn ich hier zum Beispiel sowas wie LC-Buff geben würde. Ich glaube, es ist nicht sehr effektiv, aber hey. Immerhin etwas. Rotom ist auch ein cooles Pokémon. Besonders seine Weiterentwicklung Stahlobor, Bodenstahl, ist eine auch eine richtig geile Typenkombination. Oh. Ach, stimmt, wir haben ja Kira mit der Schneide hier noch, lol. Ein neuer Sonderbonbon, ja, super. Hey, was sagt man dazu? Das wackelndes Gras. Da ist schon ein Ordoch. Ich weiß es, aber ich will es nicht encountern. Weil ich will kein Ordoch im Team haben. Ich will ein normales Pokémon encountern. Und wir bekommen ein Pikachu-Chiller. Wie ich es mir schon fast gedacht habe. Ja, okay, komm. Aber würde ich nicht Pikachu-Chiller eigentlich nur mit einem Mondstein weiter? Ah, das ist nicht gut.
Das ist gar nicht gut. Ich habe einen guten Namen für die. Für dich. Du bist auch weiblich, auch, by the way. Picobella. Also statt Picobello im Ding zu singen, Picobella. Was hast du hier noch gegeben? Es hat hier Monozyto gegeben! Was? Oh, Monozyto wäre so geil. Monozyto wäre so gut. Aber wir haben hier noch einen Encounter. Hein der Täuscher. Hier haben wir auch noch einen Encounter frei. Den ich auch gerne noch mitnehmen möchte. Und hier haben wir ein... Oh. Alilminip. Ein Pokémon, was ich auch gerne haben wollen würde. Perfekt. Komm, jetzt schmeiß direkt Flottball. Wie gesagt, ich mag Dressella sehr. Und Lilminip ist ein Pokémon, was ich auch gerne mag und auch gerne mitnehmen will. Wir können es doch auch beide auch entwickeln, ne? Wie nenne ich jetzt einen Lilminip? Lily. Das ist Lily. Weil Dressella sieht ein bisschen aus wie Lilimon, also passt es auch. Lily. Was haben wir hier noch hier gehabt? An den Countern. Oh, ein Folikon. Das ist die Weiterentwicklung von Stravekel. Hat sich aber auch dann bei dir auch nur noch durch Freundschaft entwickelt, ne? Was haben wir noch gehabt? Gab es hier nicht Navitaubs? Okay, kommen hier was anderes aus der Folikons jetzt. Und was gerade ein Glückstreffer mit Liminips. Oh shit! Ja, es gibt hier ein verstecktes Item, aber es ist nur da oben. Und bei dem Spiel gibt es ja auch verschiedene Jahreszeiten und da wir halt gerade leider nicht den Winter haben im Spiel, kommen wir an das Item leider auch nicht dran. Und das wäre auch der nächste Ort für ein quasi Event und das ist hier eigentlich ein Zoroark. Pikachu, ey. Ich meine, Pikachu ist cool. Eigentlich schon ganz cool, aber ich habe es nie wirklich trainiert, ehrlich gesagt. Und ja, ich spiele einfach mal schnell durch. Als ob jetzt Gesang getroffen hat, ey. Come on. Ich würde gerne nochmal zurücklaufen, mich heilen. Und ja, im nächsten Part, hätte ich gesagt. Machen wir auf der Route noch die Trainer, die noch da offen sind. Und... Oder nein, wir lassen die Trainer kommen. Scheiß auf die Trainer. Obwohl, nee. Wir gehen erstmal auf die nächste Route. Holen unsere nächsten Encounter noch ab. Hätte ich jetzt gesagt. Und im nächsten Part machen wir alle Trainer, die noch übrig geblieben sind. Klingt doch nach einer guten Idee. So, gucken wir mal an hier. Picobella. Plus Angriff, minus Innetwesen. Ja, ist okay. Ich meine, es ist ein reines normales Pokémon. Mit Techniker steigert Effektivität von schwächeren Attacken. Ist okay. Und Lilminip. Ein neutrales Wesen. Das ist gut. Mit Chlorophyll steigert Innet bei Sonnenschein. Also, Sonnentag wäre ein guter Move für die. Aber ja, wir haben mittlerweile echt gute
Pokémon auf der Box, die wir gerne mal wieder hin und her switchen werden. Falls wir das überhaupt machen werden. Das ist ganz gut, das ist ganz nice. Sonst haben wir hier noch einen Dings. Okay, was Sharon von uns hier möchte, erfahren wir im nächsten Part. Bis dahin.